Es gab kluge Leute, darunter in Deutschland Egon Bahr, ein bedeutender Politiker der Sozialdemokratischen Partei, der in seinen persönlichen Gesprächen mit der sowjetischen Führung am Rande des Zusammenbruchs der Sowjetunion darauf bestand, dass sie wussten, dass in Europa Sicherheitssysteme geschaffen werden sollten. Dem vereinten Deutschland sollte geholfen werden, aber es sollte auch ein neues System geschaffen werden, das die Vereinigten Staaten, Kanada, Russland und andere mitteleuropäische Länder einschließt. Aber die NATO muss nicht erweitert werden. Das hat er gesagt. Wenn die NATO erweitert wird, wäre alles genau so wie während des Kalten Krieges, nur näher an den Grenzen Russlands. Das ist alles. Er war ein weiser alter Mann. Aber niemand hörte auf ihn. Einmal wurde er sogar wütend. Wenn Sie nicht auf mich hören, sagte er, werde ich nie wieder einen Fuß nach Moskau setzen. Alles geschah genau so, wie er es gesagt hatte. Natürlich ist es wahr geworden. Und ich und Sie haben das schon oft erwähnt. Ich denke, das ist ein gutes Argument. Und viele in Amerika dachten, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges verbessern würden. Aber das Gegenteil war der Fall. Aber Sie haben nie erklärt, warum Sie glauben, dass das passiert ist. Außer, dass Sie sagen, dass der Westen ein starkes Russland fürchtet. Aber wir haben ein starkes China, vor dem der Westen keine große Angst zu haben scheint. Was glauben Sie, hat die politischen Entscheidungsträger davon überzeugt, dass Russland zu Fall gebracht werden muss? Der Westen hat mehr Angst vor einem starken China als vor einem starken Russland. Denn Russland hat 150 Millionen Menschen und China hat 1,5 Milliarden Einwohner. Und seine Wirtschaft wächst sprunghaft um 5% pro Jahr. Früher war es noch mehr. Aber das ist genug für China. Wie Bismarck einst sagte, sind die Potenziale das Wichtigste. Chinas Potenzial ist enorm. Es ist heute die größte Volkswirtschaft der Welt, gemessen an der Kaufkraftparität und der Größe der Wirtschaft. Es hat die Vereinigten Staaten bereits vor geraumer Zeit überholt und wächst rasant. Lassen Sie uns nicht darüber reden, wer vor wem Angst hat. Lassen Sie uns nicht in solchen Begriffen argumentieren. Und lassen Sie uns auf die Tatsache eingehen, dass nach 1991, als Russland erwartete, in die brüderliche Familie der zivilisierten Nationen aufgenommen zu werden, nichts dergleichen geschah. Sie haben uns ausgetrickst. Ich meine nicht Sie persönlich, wenn ich Sie sage. Natürlich spreche ich von den Vereinigten Staaten. Das Versprechen war, dass die NATO nicht nach Osten expandieren würde. Aber es ist fünfmal passiert. Es gab fünf Wellen der Erweiterung. Wir haben das alles toleriert. Wir haben versucht, sie zu überreden. Wir haben gesagt, bitte nicht, wir sind jetzt genauso bürgerlich wie Sie. Wir sind eine Marktwirtschaft und es gibt keine Macht der kommunistischen Partei. Lassen Sie uns verhandeln. Das habe ich übrigens auch schon einmal öffentlich gesagt. Es gab einen Moment, in dem sich ein gewisser Riss zwischen uns auftat. Davor kam Jelzin in die Vereinigten Staaten. Erinnern Sie sich, er sprach im Kongress und sagte die guten Worte, Gott segne Amerika, alles was er sagte, waren Signale. Lasst uns rein. Erinnern Sie sich an die Entwicklungen in Jugoslawien. Davor wurde Jelzin mit Lob überschüttet. Sobald die Entwicklungen in Jugoslawien begannen, erhob er seine Stimme zur Unterstützung der Serben. Und wir konnten nicht anders, als unsere Stimme für die Serben zu ihrer Verteidigung zu erheben. Ich verstehe, dass dort komplexe Prozesse im Gange waren. Ja, aber Russland konnte nicht umhin, seine Stimme zur Unterstützung der Serben zu erheben. Denn die Serben sind auch ein besonderes und uns nahestehendes Volk mit orthodoxer Kultur und so weiter. Es ist eine Nation, die seit Generationen so viel gelitten hat. Nun, wie auch immer, wichtig ist, dass Jelzin seine Unterstützung zum Ausdruck gebracht hat. Was haben die Vereinigten Staaten getan? Unter Verletzung des Völkerrechts und der UN-Charta begannen sie mit der Bombardierung Belgrads. Es waren die Vereinigten Staaten, die den Geist aus der Flasche gelassen haben. Und was wurde gesagt, als Russland protestierte und seinen Unmut äußerte? Die UN-Charta und das Völkerrecht sind überholt. Heute beruft sich jeder auf das Völkerrecht, aber damals hieß es, alles sei veraltet, alles musste geändert werden. In der Tat müssen einige Dinge geändert werden, da sich das Machtgleichgewicht verändert hat. Das ist wahr, aber nicht auf diese Weise. Jelzin wurde sofort in den Dreck gezogen, des Alkoholismus beschuldigt, nichts zu verstehen, nichts zu wissen. Er hat alles verstanden, das versichere ich Ihnen. Nun, ich wurde im Jahr 2000 Präsident. Ich dachte, okay, die jugoslawische Frage ist vorbei, aber wir sollten versuchen, die Beziehungen wiederherzustellen. Lassen Sie uns die Tür wieder öffnen, durch die Russland versucht hatte zu gehen. Und außerdem habe ich es öffentlich gesagt, ich kann es wiederholen. Bei einem Treffen hier im Kreml mit dem scheidenden Präsidenten Bill Clinton, gleich hier im Nebenzimmer, habe ich ihn gefragt, Bill, glauben Sie, dass Russland der NATO beitreten würde, wenn es das wollte?
Bill, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? Plötzlich sagte er, wissen Sie, das ist interessant, ich denke schon. Aber am Abend, als wir uns zum Essen trafen, sagte er, wissen Sie, ich habe mit meinem Team gesprochen. Nein, es ist jetzt nicht möglich. Sie können ihn fragen. Ich denke, er wird unser Interview sehen und es bestätigen. Ich hätte so etwas nicht gesagt, wenn es nicht passiert wäre. Okay, aber jetzt ist es unmöglich. Waren Sie aufrichtig? Hätten Sie sich der NATO angeschlossen? Sehen Sie, ich habe die Frage gestellt, ob es möglich ist oder nicht, und die Antwort, die ich bekam, war nein. Wenn ich unaufrichtig war in meinem Wunsch, herauszufinden, was die Führungsposition ist. Aber wenn er ja gesagt hätte, wären Sie dann der NATO beigetreten? Wenn er ja gesagt hätte, hätte der Prozess der Annäherung begonnen. Und schließlich wäre es vielleicht dazu gekommen, wenn wir einen aufrichtigen Wunsch auf Seiten unserer Partner gesehen hätten. Aber dazu ist es nicht gekommen. Nun, nein heißt nein, okay, gut. Warum glauben Sie, dass das so ist? Nur um zum Motiv zu kommen. Ich weiß, Sie sind offensichtlich verbittert darüber. Ich verstehe das. Aber warum, glauben Sie, hat der Westen Sie damals abblitzen lassen? Warum die Feindseligkeit? Warum hat das Ende des Kalten Krieges die Beziehungen nicht verbessert? Was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür? Sie haben gesagt, ich sei verbittert über die Antwort. Nein, das ist keine Bitterkeit. Es ist nur die Feststellung von Tatsachen. Wir sind nicht Braut und Bräutigam. Bitterkeit, Groll. Es geht nicht um diese Art von Dingen unter solchen Umständen. Wir haben einfach gemerkt, dass wir dort nicht willkommen sind. Das ist alles. Okay. Gut, aber lassen Sie uns die Beziehungen auf andere Weise aufbauen. Lassen Sie uns anderswo nach Gemeinsamkeiten suchen. Warum wir eine so negative Antwort erhalten haben, sollten Sie Ihre Führer fragen. Ich kann nur raten, warum. Ein zu großes Land, mit einer eigenen Meinung und so weiter. Und die Vereinigten Staaten, ich habe gesehen, wie die Probleme in der NATO gelöst werden.